Yo Leute, was geht ab? Euer Beats heißt euch. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Es gibt ein kleines, kurzes Realtalk-Video, in dem ich über ein Thema sprechen würde. Deswegen würde es mich sehr freuen, falls ihr alle mal kurz zuhören würdet. Ist nur ein kurzes Video und ja, zuhört, was ich hier zu sagen habe. Es geht los, liebe Freunde, und zwar möchte ich über ein paar kurze Themen sprechen, während ich ein bisschen zocke, natürlich, und ja, es gibt auch ab morgen, denke ich mal, wieder ganz normale Videos, aber was ich sagen wollte als erstes, ich habe ein paar Themen so mir überlegt, über die ich jetzt sprechen will, und ja, das mache ich jetzt auch einfach ganz schnell und rücksichtslos. Ich fange an einfach bei den letzten Videos und so weiter. Ich habe nämlich in den letzten Videos immer nur über so Sachen gesprochen, in Minecraft oder sonst was, aber ich habe nie über mich gesprochen, nie über mein Leben, was YouTube für mich ausmacht und so weiter und so fort. Also ich denke mal, ihr wisst, was ich meine, immer nur irgendein Minecraft Zeug und nicht The Beats. Wisst ihr, was ich meine? Und ja, das will ich halt ein bisschen nachholen. Als erstes zum Beispiel, was ich gemerkt habe, die Bewertungen sind so ein bisschen runtergegangen in den letzten Videos. Also, es sind einfach immer mehr Leute, die keinen Daumen nach oben geben oder so, nachdem sie das Video geschaut haben. Was natürlich deren gutes Recht ist, aber ich glaube auch viele vergessen das einfach. Und ja, da möchte ich euch nochmal ganz kurz dran erinnern und euch einfach mal sagen, falls euch so ein Video gefällt, gebt einfach mal einen Daumen nach oben ab. Zum Beispiel jetzt. Ja, falls euch sowas gefällt, einfach mal einen Daumen nach oben abgeben oder so. Das würde mich auf jeden Fall unterstützen und man freut sich immer über sowas. Also glaubt mir, ein YouTuber freut sich immer über sowas. Und ja, deswegen einfach mal Daumen nach oben absmashen und das würde mich sehr freuen. Als nächstes möchte ich darüber sprechen, warum in den letzten Tagen keine Videos kamen. Und zwar ist es halt so, dass ich privat auch ein bisschen was zu tun habe natürlich. Ob das jetzt irgendwie privates Zeug ist, was Hobbys sind oder so. Oder ob es jetzt irgendwie was ist mit Schule oder so. Es gibt halt verschiedene private Dinge, die ich dann auch erledigen muss. Ja, und manchmal ist es dann so, dass einfach keine Zeit mehr für YouTube bleibt. Dann bin ich um 23 Uhr zu Hause. Und dann muss ich ehrlich sagen, habe ich einfach gar keine Lust mehr, mich an meinen PC zu setzen und dann ein Video zu machen oder so. Ist einfach so. Also es liegt nicht an Minecraft an sich oder so, dass ich da keinen Bock drauf habe, sondern an der Uhrzeit meistens. Das ist das Problem und ich hoffe, ihr verzeiht mir, aber ich werde jetzt wieder hoffentlich jeden Tag Videos bringen. Ich gebe mein Bestes auf jeden Fall. So, was ich noch sagen will über mein Leben, so, ich schreibe auch ein paar Klausuren und so, das kommt auch noch dazwischen, dass deswegen dann irgendwie ein bisschen weniger Zeit bleibt, aber ja, ist an sich alles noch machbar und deswegen, ich werde mich auf jeden Fall anstrengen und will mich auch anstrengen und das dann machen. Beziehungsweise es wieder schaffen, mehrere Videos zu bringen und ja, ich hoffe, ihr unterstützt mich damit, zum Beispiel jetzt mit einem Like. Oh, was? Als ob. Ja, ich hoffe, ihr unterstützt mich jetzt einfach mal mit einem Like oder so und zeigt mir das auch, dass ihr auch mal kräftig bewerten könnt. Und ja, das würde mich freuen. Dann noch sowas zu meinem Kanal und so weiter. Ich habe vor, in den nächsten, ja, Tagen, Wochen oder so auch ein bisschen mehr was rauszubringen oder sonst was. Sei es jetzt Merch, das ist in Planung, das wird kommen und so weiter und so fort. Also ihr könnt mir auch immer Ideen oder so in die Kommentare schreiben, weil, lol, er ist nicht gestorben. Jetzt ist er gestorben. What the fuck, wieso ist er runtergesprungen? Ja, auf jeden Fall könnt ihr mir immer so Ideen oder so einfach in die Kommentare schreiben. Das ist ja kein Problem, Leute. Ich lese mir auf jeden Fall alles durch. So, ihr braucht gar nicht denken, dass euer Kommentar dann nicht gelesen wird oder so. Ich lese mir eigentlich alle Kommentare unter einem Video durch. Und deswegen einfach keine Bange haben, einfach was schreiben und dann werdet ihr sehen, ob irgendwie darauf eingegangen wird oder nicht. Ich kann natürlich nicht auf alles eingehen, aber ich versuche alles. Oh, ich habe Sachen gefunden. Ich habe Sachen auf dem Boden gefunden, Alter. Ja, Leute, auf jeden Fall, vielleicht habt ihr Ideen, was ich zum Beispiel auf T-Shirts oder Pullover drucken könnte, damit ich die dann verkaufen kann und viele sich darüber freuen können und so. Das einfach in die Kommentare schreiben. Keine Angst, Leute. So, da habe ich noch vor, für meine Streams einen Server aufzusetzen, wo dann Subscriber oder so drauf spielen können und so. Das ist aber alles noch in Planung. Dann generell noch ein paar YouTube-Projekte und Ideen, die noch geplant sind oder so, werden noch kommen. Das kann aber noch ein bisschen dauern. Und ansonsten könnt ihr mir auch einfach Video-Ideen oder so in die Kommentare schreiben. Das würde mir auch helfen. Falls ihr sagt, Alter, mich würde es mal freuen, wenn Beats das und das vorstellt oder sonst was. Dann schreibt das einfach rein und wenn ich die Idee cool finde, wenn ich Spaß dran habe, dann mache ich das. So, wisst ihr, was ich meine? Ja, das ist das Ding, was ich meine. Zum Beispiel jetzt, ah, oh, hier gibt's eine coole Map, das kannst du vorstellen. Hier gibt's ein Secret, da gibt's einen Bug, das kannst du vorstellen und so weiter. Also sowas einfach mal in die Kommentare schreiben und dann werde ich es machen und ja, ich hoffe, es freuen sich so viele Leute wie möglich. Und ja, dann war es auch eigentlich schon mit den Sachen, die ich ja sagen wollte. Was ich halt noch dazu erwähnen kann, ist, dass ihr mir sehr gerne auf Snapchat und so weiter folgen könnt und auf Instagram, beziehungsweise mich auf Snapchat adden könnt. Dort heiße ich ganz normal The Beats und da poste ich dann auch Real-Life-Bilder, also so, was ich gerade mache. Ne? Nicht, dass ich jetzt irgendwie immer meinen PC abfotografiere oder so, sondern auch mal irgendwie unterwegs bin und dann schreibe ich so ja und poste das in meine Story und so weiter und so fort. Also folgt mir da alle mal kräftig. Ich heiße da ganz normal The Beats, wie auf meinem Kanal auch. Ja gut, das war es auch eigentlich schon zu den Sachen, die ich sagen will. Und jetzt will ich den noch töten. Oh, man wird hier zurzeit so oft zurückgebackt in QSG, ne? Das ist ja echt scheiße. Oh, shit, wir haben ihn! Ja, Leute, war mal wieder ein bisschen was anderes. Ich hoffe, es hat euch gefallen und würde mich, wie gesagt, sehr über einen Daumen nach oben freuen. Checkt die ganzen Links in der Beschreibung ab. Wir sehen uns morgen beim nächsten Video wieder. Haut rein und schreibt mir Ideen oder so in die Kommentare. Ciao, euer Beats.